Flugmodus ein, Realität an. Ist der Flugmodus wirklich so gut für uns oder sollten wir ihn den Vampiren vorbehalten? Jmenuji se Klára Černajsek, je mi 15 let a chodím do 5. RG školy Komenské. Proč jsem si vybrala právě toto téma? Ich war schon immer ein großer Vampir-Fan und möchte heute erklären, warum diese doch nicht so böse sind, wie alle immer denken. Lidé potřebovali vysvětlení pro různé nemoci a nehody a tak vznikl obraz upíra, který umí létat a má za úkol vysávat lidem krev a trápit je. Mina hörte ein Flattern vor ihrem Schlafzimmerfenster. Graf Dracula hatte seinen Flugmodus eingeschaltet, um Mina zu unterwerfen. Wir alle kennen die unheimliche Szene in Bram Stokers Roman und wissen genau, was passieren wird, wenn der Vampir in das Schlafzimmer der jungen Frau gelangt. Lidé se báli i zvířat, jako například vlků, krys nebo netopíru, kteří nás dokážou vystrašit dokonce i v dnešní době. Hollywood tuto skutečnost využívá dodnes. Vezměme si například film Tarantule, kde se lidé setkávají s obrovskými pavouky, nebo film Moucha, kde se hlavní hrdina promění v mouchu. Strach ze zvířat je ale každopádně velice starý. Schon die Leute im Mittelalter fürchteten sich vor vielerlei Tieren, beispielsweise vor Wölfen, Bären, aber auch kleineren Tieren, wie vor Ratten, aber auch vor Fledermäusen. Die Lebewesen waren den Menschen unheimlich und so assoziierten sie mit vielen Tieren Gefahren, ja sogar Krankheiten. Wenn man beispielsweise an die Pest denkt, die aufgrund der mangelnden Hygiene vor allem durch die Flöhe der Ratten übertragen wurde, trifft dies auch tatsächlich zu. Dazu kommt noch, dass die Furcht des Menschen oftmals mit Wesen in Verbindung steht, die in der Nacht aktiv sind. Fledermäuse sind kleine, zierliche Wesen. Aber was passiert mit unseren Gedanken, wenn uns diese fliegenden Säugetiere mitten in der Nacht in einem dunklen Wald begegnen und beim Vorbeifliegen dunkle Schatten werfen? Oder was passiert, wenn diese Tiere sich in unseren Träumen wiederfinden? Dann werden sie plötzlich riesengroß, entwickeln Macht über uns und machen sich über unser Blut her. V noci se člověk bojí také, protože v tehdy nemá kontrolu nad vším. A není tady divu, že se netopíři objevují právě v noci a že se oběti cítí jako ve snách a nemohou se proti hladovému netvoru bránit. Nejhorší je, když si upír jako oběť nebo jako oběd vybere nevinné batule. Bohužel se my lidé chováme úplně stejně. Myslím například po potrat, kdy doktoři fanaticky hledající vakcíny používají orgány 3měsíčních plodů. Oběti jsou bezbranné. Für den Menschen stellt scheinbar vieles eine Bedrohung dar, worüber keine Kontrolle hat, und so empfindet die Wildnis auch als Gefahr, obwohl dies heutzutage umgekehrt ist. Die Menschen wurden im Laufe der Zeit immer mobiler, begannen sogar selbst zu fliegen. Sie entwickelten Flugmöglichkeiten wie Heißluftballone, Zeppeline bis hin zu Flugzeugen und Raketen und eroberten so noch mehr Raum, der bisher nur den flugfähigen Tieren zugestanden war. Mit der Eroberung dieses Lebensraumes entwickelte der Mensch nun Einfluss auf die Natur. Vorerst zähmte sie nur sanft, wie die Romanfigur der kleine Prinz. Doch nach einer gewissen Zeit wurde sein Verlangen nach Unterwerfung anderer Spezien immer größer. Wie Vampire, die Geschöpfe, vor denen sich die Menschen zunächst selbst gefürchtet hatten, saugten sie nun Tieren das Leben aus und wollten uneingeschränkte Kontrolle über die Natur. Menschen kultivieren heute Land und Tiere. Sie bestimmen, wie viele Jungtiere ein Nutztier bekommt, ja sogar, wie diese aussehen und charakterlich beschaffen sein sollen. Kann man da noch von Würde sprechen? Tiere werden sogar lebendig begraben, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Und auch wenn sie leben dürfen, fristen sie ein elendes Leben.
Sie vegetieren in engen Käfigen dahin und haben noch nie einen natürlichen, ihnen würdigen Lebensraum kennengelernt. Und alles nur, um unsere Lust zu befriedigen und die Gier nach Fleisch zu stillen. Das Futter, das wir zum Mästen benötigen, könnten wir hungernden Menschen geben. Lidé neznemá i respekt před ostatními živočichy. V dnešní době se musí bát oni. Jak je vůbec možné, že my rozhodujeme o tom, která rasa, které zvíře má právo žít? Jak to, že smrt dobytka je to nejpříjemnější v jeho životě, když si uvědomujeme, jak jsou vůbec zabiti? Nechci tu popisovat, jak se to přesně děje, ale mohu vám říct, že je to děsivě podobné, jak tenkrát v koncentračních táborech. In dem Wahn, alles unterwerfen zu wollen, macht der Mensch nicht einmal von wildlebenden Tieren Halt. Wie ein überdimensionaler Vampir versucht er, immer mehr Wildtiere unter Kontrolle zu bringen, seien es Vögel, Reptilien oder Säugetiere. Jedoch stellt sich immer wieder heraus, dass das weder der Natur noch den Menschen selbst gut tut und auch der Mensch die Situation nicht mehr unter Kontrolle hat. Die Natur rächt sich mit verheerenden Folgen und fordert durch grausame Krankheiten ihr Tribut. Stejně brutálně, jako se člověk chová k přírodě. Města se zvětšují, ale lesy se zmenšují. Všichni víme, jaké důsledky naše chování na nás a naše okolí má. Doteď nikdo nic pořádného proti tomu nepodnikl, ale tak zasáhla příroda sama. Jinak řečeno, upíří mají novou strategii jménem COVID-19. Teď se bojí lidé a zvířata si zas berou jejich životní prostor. Neříkám, že jsem ráda, že nastala taková krize, ale možná jsme takovou facku potřebovali, aby jsme se vzpamatovali. Když se po této krizi nezlepšíme, dřív nebo později nastane další. Die Menschen haben sich quasi selbst den Flugmodus abgedreht. Hat der Vampir also eine neue Strategie entwickelt? Eine Strategie, die Covid-19 heißt? Lassen wir doch den Vampiren ihr Revier und bleiben wir auf dem wortwörtlichen Boden der Tatsachen. Der Betrieb auf den Flughäfen hat der Erde ohnehin geschadet. Die Fledermäuse haben den Luftraum jedenfalls wieder erfolgreich für sich zurückgewonnen und können jetzt sogar mit der Unterstützung der WHO rechnen.